Echt übler Scheiß, schaut euch das mal an. Drei Leisten durchgebrochen, die und die und die. Billigstes Drecksrepo Bettgestell. Und die darf ich jetzt reparieren. Wie ihr seht, ich hatte die schon mal nachverstärkt mit Eisendingern. Und zwar, weil die an manchen Stellen, das ist jetzt tatsächlich gesteckt. So wie hier. Seht ihr das? Das ist so geklebt, gestecktes irgendwas. Das ist nicht mal durchgehendes Holz. Und deswegen geht das ständig kaputt, wenn meine Freundin und ich uns auf theatralische Weise bewegen. Also, es hält keine normalgewichtigen Menschen mit Bewegung aus. Das habe ich heute schön formuliert. Und ich darf das jetzt reparieren. Eisenstange verbohren. Und ich hatte mir schon aus dem Restholz, aus den Leisten, die ich die an diesen Balken hier seitlich dran waren, da waren solche Leisten dran, schon zwei in Reserve vorbereitet. Witzigerweise. Aber dass ich drei brauchte, hätte ich nie gedacht. Stehen hier unter meiner Gastherme. Das sind Leisten, die waren an den großen Brettern dran, womit ich meine Schallwand baue. Und da, wo das Stück weggeflext ist, waren die Nägel drin. Die haben schon die richtige Länge. Das habe ich alle schon korrekt gemessen. Aber Moment, ich mache hier oben schon mal das Licht aus. Ja. Die werde ich vorbohren. Hat sie wahrscheinlich noch etwas sauber machen vorher. Die sehen nicht gesund aus. Die sollen dann als Ersatz dienen. Aber für die anderen drei. Aber es sind halt nur zwei. Hilf mir, ich habe nur zwei Ersatz. Und wer muss es wieder reparieren? Ich. Geht gar nicht. Jo Leute, und so mit O. Kreativerweise habe ich hier den Tisch genommen, um die Matratzen hochzudecken. Da habe ich Monate dran gearbeitet, an die Idee, die Matratze ist sowas von lästig. Heute geht es weiter mit der Arbeit. Beim letzten Mal habe ich die ja nur so präsentiert. Heute haben wir am 27.07., also das letzte Mal schon ein, zwei Wochen her. Heute haben wir am 27.07. bei 20 Uhr rum. Samstag, 27.07. bei 20 Uhr rum. Und heute mache ich ein bisschen weiter. Ich weiß noch nicht, wie weit ich komme. Alles werde ich nicht reparieren können, da ich ja nur zwei Ersatzleisten habe. Und die Arbeit selber kann ich auch nicht filmen. Das heißt, ich kann euch immer nur etappenweise mitnehmen, weil ich absolut keine Handyhalterung habe. Ich werde da auch in Zukunft. Ja, ich will mir schon ewig mal einen Camcorder oder so holen. Mit vielleicht Mikrostativ, damit ich meine Arbeit auch filmen kann. Noch geiler wäre es, wenn ich streamen würde. Aber das lohnt sich nicht bei so 20 Minuten Dingern wie heute. Ja, heute will ich dann die drei Leisten, die kaputt sind, erstmal ausbauen. Genau, und ich habe, kann nicht alles machen, weil ich ja nur zwei Leisten als Ersatz habe. Und da ich Metallschrauben nehmen werde. Ja, ich habe über diese schwarzen Metallschrauben, einfach weil ich die noch habe und weil die lang sind, richtig lang sind. Holzschrauben, aber sie sind relativ kurz, muss ich vorbohren, sonst hast du ein Problem. Die Schraube geht ja nicht rein, das Holz spaltet sich. Weil das hier sind, das ist richtiges Holz und das da ist nur gestecktes, geklebtes, geprimeltes irgendwas. Was so dermaßen nervig gesteckt ist, dass wenn du dich draufstellst, es sofort Knack machen muss. Also ist nicht kaputt gegangen, weil ich so schwer bin oder so. Oder wegen zu viel Matratzensport. Sondern meistens einfach schon, ja, 99% der Fälle hat es nackt gemacht, wenn ich mich drauf gekniet habe. Einfach weil es gestecktes, irgendwas geklebtes, billiges Drecksrotz ist. Und jetzt nehme ich richtiges Holz. Ich habe keine Ahnung, ob man für sowas nimmt. Die Länge stimmt, müssen um die 80 cm sein. Und dann werde ich jetzt vorbohren. Jip, 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 jip.
Dann schon mal die oberen zwei Leisten ausbessern. Bei der unteren weiß ich noch nicht. Oh Gott, das ist da so eine Wucht drauf gewesen. Da ist sogar die Schraube rausgesprungen. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine von dem Holzbalken noch flicke. Mit 50.000 Metall. Dann drei zusammen zu kriegen. Das weiß ich alles noch nicht. Aber das fühle mich nachher noch. Ach ja, vorbereitet habe ich auch schon mal. Akkubohrer. Was natürlich bei mir kein Akkubohrer, sondern ein Netzbohrer ist. Ein Netzbohrschrauber, so nennt man die. Wer schon mal Akkubohrer in seinem Leben verwendet hat, der wird wissen, dass A, die Akkus immer dann leer sind, wenn man sie braucht, ewig dauern zum Laden, C, irgendwann so kaputt sind, dass sie sich nicht mehr voll laden, und D, wenn sie in den Müll schmeißen, natürlich die größte Umweltsünde des Universums. Das ist wirklich, Akkubohrer sollte man wirklich nur nehmen, wenn man keine Steckdose in der Nähe hat, zum Beispiel in abgelegenen Garagen oder uralten Häusern ohne Stromanschluss, aber wenn du auch nur zu 0,5% die Chance einer Steckdose hast und auch nur Mühheimwerken tust und willst, nimm Netzbohrschraubär. Am besten von Makita, Dewalt oder Fein. Firmen, die sich auf die Brust tätowiert haben. Wir stellen Werkzeuge ohne Obsoleszenz her. Oder halt billig Schrauber für 30 bis 60 Euro von Mauk, Skill oder Budget. Budget heißt es, glaube ich. Budget. Für drei Schrauben im Jahr tun es auch die Billigdinger. Aber richtig viele Spax-Schrauben hat da einen ganzen Holzfußboden verlegt. Der bitte auch. Ja, der soll sich etwas einen teuren holen. Also nicht die 30 bis 60 Euro Dinger, sondern die 250 Euro Dinger. Von Makita, Dewalt oder Fein. Um Gottes Willen, nicht Bosch. Das ist pure Böse. Oh. Die hauen so viel Obsoleszenz in die Räder, so schnell kann ich gucken, wie sie kaputt ist. Machst du Schrauber rein, irgend wieder was durchgebrannt. Bosch ist Katastrophe. Will ich nichts mehr zu tun haben mit dieser Firma. Die hat mich sowas in den Arsch getreten und ich mache echt nur 5 Schrauben im Jahr. Aber dass das so schnell kaputt geht dann. Dass selbst die zweimal Garantie leisten mussten, weil es so schnell kaputt geht, also sogar in der Garantiezeit noch kaputt gegangen ist. Mein Oszillator, das geht ja mal gar nicht. Okay, wieder mal eine Lehre über Obsoleszenz, also absichtlich eingebaute Sollbruchstellen von Firmen, damit die Geräte absichtlich in 5 Minuten kaputt gehen, damit du ein neues kaufst und wieder Geld ausgibst, damit die Umwelt noch ein bisschen mehr belastet wird, obwohl wir nur begrenzt Rohstoffe haben auf diesem Planeten. Jo, ja, das ist nach aktuellen Wissen. Mache ich mal weiter und das, wie schon gesagt, das filme ich leider nicht. Ich baue jetzt die drei Leisten aus, dann bohre ich das vor, baue die Leisten an. Ist das nicht clever gelöst mit diesem Tisch? Habe ich übrigens von meinem Vater geschenkt bekommen, vor etlichen Jahren. Ein Vollmetalltisch, sowas liebe ich. Dinge, die ewig halten und stabil sind. Also, ein Tisch wird von mir als Tisch bewertet, wenn ich mit 100 Kilo Gewicht drauf rumspringen kann. Und nicht ein IKEA-Regal, wo du ein halbes Buch draufstellst und es komplett in sich zusammenbricht. Weil alles nur Presspappe ist mit viel zu kleinen Schrauben und viel zu wenig Winkeln oder mit irgendwelchen Holztübeln gesteckt. Der Drecksrotz. Nee, bei mir ist alles aus Metall oder zumindest mit Metallwinkeln verstärkt. Als Holztische baue ich auch selber nämlich Regalwinkel, um die zu verstärken. Regalwinkel haben aufgrund ihrer speziellen Form eine unvorstellbare Tragkraft. Müsst ihr mal Regalwinkel googeln. Und dieser Tisch hier ist aus Passivholz und auch geschraubt zusätzlich. Da kann ich mich auch draufstellen. Holztisch, auch kürzlich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Ja, danke dafür. Und ja, dieser Metalltisch, also ich glaube, das hier ist, keine Ahnung, ob das Holz ist oder Kork, aber der ist oben mit Metall beschlagen und hat natürlich Metallrohre, die aufgrund ihrer Form, also ob trotz der Tatsache, dass sie hohl sind und der Tisch sehr leicht ist, wirklich unkaputtbar. Also auch da kann ich, meine Freundin und noch drei Menschen Lampada drauf tanzen auf diesen Tisch und der würde noch nicht mal ansatzweise in die Knie gehen. Ne? Hier richtig dicke Schrauben verwinkelt und so, sowas, auf sowas müsst ihr achten, ne? Wenn ihr es auch satt habt, dass ständig irgendwas zusammenkracht. Baut es selbst oder kauft Dinge aus Metall, Stahl, mit dicken Schiffsschrauben. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit Arbeiten. Ihr haltet mich von der Arbeit. Aber das ist echt schlimm mit euch. Man verquatscht sich nur. Ihr solltet euch in Grund und Boden schämen. Man ist nur an sich verquatschen. Man kommt nicht zum Arbeiten. Ihr haltet einen von der Arbeit ab. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Okay, dann lasst mich jetzt mal heimwerken. Bis gleich. So.
Jetzt habe ich genau das gemacht, was ich gesagt habe. Dabei ist mir der Tisch ein paar Mal abgeraucht. Also das war nicht so prägend. Da ist nämlich eine schöne Spannung drauf. Habe die neuen Leisten vorgebohrt und angeschraubt. Das war super leicht. Die alten rauszukriechen, die waren ganz schön verwercht und verzogen. Das war nicht ganz so leicht. Und dabei habe ich festgestellt, dass noch eine vierte Leiste kaputt ist, war nämlich die. Auch die war schon leicht angeknackst. Die habe ich jetzt wie ein Sandwich hier von beiden Seiten nochmal mit Platten verstärkt. Eigentlich wollte ich nur von einer Seite, aber da gucken die Nähe durch und da steche ich mich oder steche ich mich in der Matratze, also habe ich von beiden Seiten. Das ist ja jetzt ein kleiner Lückenabstand, weil die Nähe die jeweils andere Platte wegdrücken, die Schrauben. Aber dafür habe ich ja auch als eine super feste Leiste und hier, wo man anscheinend die meiste Beanspruchung ist, jetzt auch drei stabile Leisten, wobei ich echt nicht weiß, könnte mir ja mal schreiben. Ob ich das Video hochgeladen habe, ist wahrscheinlich schon wieder Äonen vergangen, bestimmt wieder 8 Wochen. Ob das hält? Also, ob normales Holz ja nicht hält, oder besser als gesteckt ist oder nicht, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall biegsam. Ich glaube nicht, dass es in der ersten Sekunde schon zusammenbricht. Aber das werden wir feststellen. Und dann, wie angekündigt, natürlich noch die ursprünglich dritte Leiste. Da habe ich nur von oben beschlagen und überwiegend mit kürzeren Schrauben, damit die unten nicht ganz so starr hält. Ich glaube, eine Schraube. Diese eine Schraube hier ist länger. Aber die anderen sind alle kurze Schrauben, die ich noch gefunden hatte. Ach, das ist jetzt wieder fest. Also da habe ich, das war hier leicht gebrochen an einer Stelle. Da, genau da war es ganz leicht gebrochen. Dann habe ich das Brett umgedreht und auf das die gebrochene Stelle sowas gemacht. Jetzt muss es auch schon mal in die andere Richtung brechen, was nicht so leicht ist mit Metallverschlag. Ja, mein Gott, es gibt doch nichts Schwierigeres als stabile Betten zu bauen. Ich, wenn ich so rundauf machen würde, würde ich es natürlich auch wieder komplett anders handeln. Da würde ich wahrscheinlich einfach eine Holzplatte nehmen, bupp, und die dann mit Stahlwinkeln, die fast bis zur Mitte reichen. Damit das Holz nicht in der Mitte dann durchknackt. Wenn ich ein Bett von Grund auf bauen würde. Aber das ist ja alles nur Reparaturarbeiten. Heißt nicht von Grund auf gebaut habe, sondern nur neue Lattenroste. Joa. So mit O, ich bin durch und fertig für heute. Wenn ich nicht noch andere Hausarbeiten mit in das Video reinnehme, dann war es das erstmal mit meiner Renovierungsarbeit Hashtag Bettleisten. Ja, auch sowas muss man ab und an mal machen. Scheiß, Nervchen, Alltag-Bullshit, der kaputt gegangen ist, wo man null Bock drauf hat und niemand sein Leben machen möchte. Es braucht immer Wochen, manchmal Monate, bis ich mich dazu motivieren kann. Die anderen, die habe ich weniger rausgedreht, eher rausgerissen. Unglaublich viel Holzschwinde, Schrauben nicht mal mehr rausbekommen. Alles komplett zerfetzt. Und überall die Nähe drin, wo das Metallbeschlag dran war. Trotz Metallbeschlag einfach nicht normales Körpergewicht ausgehalten. Witzigerweise, ich weiß nicht, wie man es herstellt, aber ich habe auch schon dünnere Holzbretter gesehen, die flexibler sind und tatsächlich nicht brechen, obwohl sie dünner sind. Aber dieses Billiglattenrost 5 cm aus Abfallproduktion. Meine, die habe ich aus einem alten 100-Euro-Bett von Repo mit dem Wiesenbett hier verbaut. Das ist wirklich das Billigste. Das dient nicht mal mehr als Lattenzaun für den Garten, selbst wenn man es anstreicht. So billig ist das. Wirklich, das ganze Bett schon nur, also nicht das Bett, sondern das Bett, woher ich diesen Rost habe, schon nur 100 € gekostet hat. Ja, was wird dann der Lattenrost von diesem Bett kosten? Also inklusive Matratzen, allen drum und dran. Ein Huni damals, vor 7 Jahren bestellt. Das ist das Ergebnis. Für 100, wenn man sich von Repo ein 100 € Bett kauft, davon kann ich abraten. Ich bin ja sowieso Fan. Gut, hier, da es ja nicht mein Bett ist, lasse ich mich mal drauf ein im Gästezimmer. Aber ich persönlich, zum reinen Schlafen, ziehe ich Matratzen auf einer Erde vor. Da kann man draufspringen mit 200 Kilo Gewicht und es ist unter dir nichts, was wegbrechen könnte. Außer das Haus ist so instabil gebaut, dass der ganze Boden wegknackt. Aber das ist das Schöne. Ich bin ein riesengroßer Fan von einfach nur Matratze auf die Erde werfen. Und in mein Hauptschlafzimmer und in meiner Stube, also je nachdem, ich habe hier überall Betten, auch sogar im Bad und hier im Gästezimmer. Ich habe in 4 Räumen Betten, einfach nur, weil ich von meinen Nachbarn flüchten muss wegen dem Lärm. Ich muss jedes Mal woanders schlafen. Ja. Sind in 2 anderen Räumen, in Stube und Schlafzimmer, einfach nur Matratzen auf der Erde geworfen. Und im Bad habe ich witzigerweise ein Klappbett. Also ich kann wirklich an vielen verschiedenen Orten schlafen, je nachdem, ob das Nachbar hinter der Mauer gerade Krach macht oder auf dem Hof. Hier liegt immer mein Klappbett. Auch Halterung für Wäsche. Ich kann sogar im Bad schlafen, aber dann nervt mich da
Gefrierschrank von oben, der macht eine schöne Druckwellen auf dem Fußboden. Das denkst du, der Nachbar macht Disco. Lange braucht es, bis ich rausgefunden habe, was mein eigener Gefrierschrank ist. Ich kann nur ein Bad pennen, wenn mein eigener Gefrierschrank, der direkt darüber im Flur steht, wenn mein eigener Gefrierschrank nicht an ist. Also schlimm. Und hier durch dieses Außenrollo hörst du sogar die Vögel auf der Straße. War es nicht mal Leute, die dran vorbeien und reden, hörst du jedes Wort oder die Autos. Nee, allein die Vögel, die hier zwitschern, haben schon geschafft, mich dadurch zu wecken. Im Gästezimmer kannst du am schlechtesten schlafen, aber wenn der übernächste Nachbar Disco-Musik hat, hast du hier am wenigsten Bass. Also das Gästezimmer ist immer noch sehr gut für Nachbar-Disco-Musik, aber dann solltest du einen Schlafrhythmus, der abends und in der tiefsten Nacht ist, haben und nicht, wenn draußen die Vögelchen zwitschern, da bist du früh wach. Und wenn morgens die Autos und die Leute vorbeilaufen, sowieso. Also überall hast du, entweder hast du Nachbarlärm hinten auf dem Balkon, auf dem Hof oder vorne auf der Straße oder durch Bassschallwellen überall am Fußboden. Also es ist, ich weiß nicht mehr, wo ich noch hinflüchten soll. Ich will nur noch weg. Ah. Aber um hier jemals weg zu können, eines sehr fernen Tages, muss ich weiter nisten. Da sehen wir uns in meinen Messi-Videos. Die noch, also eine Sendereihe, wo ich nur alle paar Monate mein Video drehe, aber die noch jahrelang anhalten wird. Okay. Das ist auch schon mal heute gewesen. Schon bitter haltet ihr mich vom Weitermachen ab. Also es ist echt schlimm mit euch. Man verquatscht sich nur. Seht ihr das? Ihr redet und redet und redet. Und dann will man immer wieder antworten. Das hört einfach nicht auf. Nee. Das ist die ganze Zeit nur am Quatschen, ihr reagiert darauf und schon habe ich wieder neue Gedanken, dann reagiere ich wieder darauf. Und so ist man hier im Dialog mit euch. Man ist sich nur am Verquatschen. Merkt ihr das? Ihr haltet mich ab, hier weiterzumachen. Das Video jetzt echt zu beenden, ist echt schlimm. Ja, schlimm, ne? Ihr seid Quasselstrippen. Ist der Wahnsinn. Also, man kommt nur ins von 1 von 100 ins Tausendste. Okay. Naja, und da die etwas dicker sind, hoffe ich, dass die nicht ins Kreuze stechen. Die sind etwas dicker als die da, die anderen. Da bin ich mal gespannt, ob das auch stört. Demnächst. Bist öf, jetzt mache ich die Matratze runter, einmal mit Knie drauf, knack durch. Wunder wird es mich nicht, weil es sind ja nur irgendwelche Leisten, die ich von irgendwo habe. Und die definitiv nicht für diesen Fall hier gebaut worden. Okay, bin ich jetzt mal durch. Ich halte mich schon ab. Schlimm. Halt doch mal. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, sehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.